Das, Herr Höhn, Sie haben uns ja alle überrascht. Sie präsentieren uns heute ein ganz besonderes Fahrzeug. Ja, natürlich, was Besonderes, und Florida Eis ist dafür bekannt. Ich habe ja schon so einige Sachen zusammengestellt. Ich bin ja kein Erfinder, ich suche nur Komponenten, die es zu kaufen. Und wir haben einen LKW mit elektrischem Antrieb und mit einer eutektischen Kühlung, somit 100% CO2-frei durch Berlin und die Kunden beliefern. Das geht einmalig. Das ist das erste Auto dieser Art auf der Welt. Der Grundgedanke war natürlich schon vor Jahren, dass ich wollte, dass meine Fahrzeuge umweltfreundlicher durch Berlin fahren. Da waren ja noch Dieselmotoren drin oder sind ja noch zum Teil. Aber die eutektische Kühlung habe ich so weit entwickelt, dass der Kompressor auf dem Hof bleibt. Das heißt, das Fahrzeug fährt mit einer stillen Kühlung, einer Speicherkühlung durch die Stadt. Da fehlte nur noch der Elektromotor. Da unten steht er. Also diese Fahrzeuge können im Augenblick so 180 bis 220 Kilometer fahren. Im Durchschnitt fahren meine Fahrzeuge um die 90 Kilometer, also überhaupt kein Problem. Wir können alles abdecken hier in Berlin und Umland, und somit müsste das problemlos funktionieren. Und somit bin ich natürlich, habe ich ein Standardauto gekauft, den Kühlkoffer raufgebaut, fertig. Ganz an sich simpel, nur die Vorarbeit war eben länger, und leider ist dieses Fahrzeug nicht aus Europa. Es kommt weit, weit angereist. Wollen wir mal hoffen, dass das Schule macht und unsere deutschen Hersteller endlich den Knall gehört haben. Ja, deswegen sitze ich ja heute hier, und ich hoffe, dass ich so ein bisschen Wind aufwirble oder Staub aufwirble, dass die Herren dort sagen in den Entwicklungsabteilungen, wir müssen endlich mal was tun. Sonst machen die anderen das Geschäft. Ja, wir machen CO2-neutral unser Eis. Wir liefern es CO2-frei mittlerweile aus. Also viel mehr geht nicht. Aber ich höre nicht auf. Ich bin Idealist. Mein Hobby ist der Umweltschutz. Und wer ein Hobby hat, der beißt sich da manchmal fest. Das mag nicht immer toll sein, aber man fühlt sich wohl. Und ich fahre ja selber ein Fahrzeug mit Elektroantrieb. Und ich möchte nur einen Beitrag leisten. Man fährt anders. Die Aggressivität schläft vollkommen ein. Ich bin sicher, dass wir, wenn wir elektrisch fahren, vielleicht 20-30% der Fahrzeuge in 10 Jahren in dieser Form angeboten werden, dann gehen die Unfallzahlen und die Todesopfer mit Sicherheit gravierend bergab. Na, da muss ich sagen, Sie gehen mit gutem Beispiel voran. Ich hoffe, andere werden Ihnen folgen. Ja, ich kann nur jeden bitten, vorbeikommen. Man kann sich das anschauen. Und wir sind ja ein Musterbetrieb der Bundesregierung und bekommen jedes Jahr 20 Gruppen vom Auswärtigen Amt zugewiesen. Aus der ganzen Welt kommen die Herrschaften, Ingenieure, Ingenieurinnen, Techniker, Abgeordnete, amerikanische Kongressabgeordnete waren im letzten November bei mir, um sich das anzuschauen. Also man schaut schon hin. Wie weit man das kopiert, weiß ich nicht. Man darf es kopieren, man muss es kopieren, damit diese Generation den Beitrag für die nächste leistet.